So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind hier noch stehen geblieben vor dem Daedra-Schrein. Und das will ich jetzt machen. Ich will mal schauen. Propheten, die unsere wahre Zukunft enthüllt. Ah, mit dir kann ich sicher sprechen. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Okay. Gesehen, dass ich komme? Wovon redet ihr? Azura hat mir die Gabe der Vorhersehung verliehen. Schon lange vor eurer Geburt hatte ich eine Vision, wie ihr die Treppen zu diesem Altar hinaufsteigen werdet. Ihr wurdet auserwählt, ihr Champion zu sein. Ich weiß, dass ihr es nicht erwartet habt, aber sorgt euch nicht. Alles geschieht so, wie sie es vorhergesehen hat. Okay, gut. Was braucht Azura? Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß, aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Okay, ich möchte mehr über Azura erfahren. Sie ist die Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Azura erblickt das Zwielicht der Zukunft und führt ihre Anhänger hindurch. Gut. Schwarzer Stern. Falsch. Finde den Elfenmagier aus, etc. etc. Gut. Dann will ich mal... Nein. Entfernen. So. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich bin gespannt. Ich sehe wieder mal den Pfeil nicht. Bin ich blind? Ich bin blind. Wo ist der Pfeil? Achso, hier oben. Na, da oben. Hallo, ich würde gerne... Ich würde gerne direkt reisen. Dankeschön. Irgendwie hat das nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Ein Daedra-Gegenstand oder ein Dremora-Gegenstand. Ach, die hatte ich früher. Die sehen so geil aus mit dem Rot-Schwarz. Es hat einfach Stil. Einfach geil. Gut, suchen wir den Magier. Ich frag mal dich. Es ist doch nicht wahr, was man über euch und die dunkle Bruderschaft sagt. Oder doch? Doch. Tja, in der Bar werde ich wahrscheinlich am meisten Infos finden. Bei dem Barmann oder Barfrau, je nachdem, wer das hier führt. Die wissen in der Regel immer alles. Dann gehen wir da mal hin und ich bin gespannt. Ich hoffe, ich finde da noch Draugr, da wo ich hingehe. Aber bei meinem momentanen Glück wird es das nicht sein. Eigentlich ist es egal, wer in Winterfest an der Macht ist. Allerdings überrascht mich das auch nicht. Was? Naja, egal. Gibt es hier einen Elfenmagier, der die Sterne studiert? Die Magier sind in der Akademie. Ihr könnt sie fragen, wenn sie euch hineinlassen. Nelaka könnte es vielleicht auch wissen. Er ist schon lange auf der Akademie, hat hier aber ein Zimmer. Bis dann. Dann? Ah, du bist hier. Meine Tage an der Dagur und ich haben eine Übereinkunft. Er bietet mir meine Privatsphäre und ich sorge dafür, dass ich ihn bei meinen Experimenten nicht in die Luft jage. Super. Ich suche nach einem Elfenmagier, der die Sterne studiert. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jarl? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Eine Priesterin von Azura hat mich geschickt. Überreden. Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt mir den von der agonischen Maid und dem rüstigen Baron. Okay. Ich bezahle euch dafür 488 Goldstücke. Ein paar Münzen für meine Seele? Wenn ihr nur wüsstet, welche Ironie dahinter steckt. Was wisst ihr über Seelensteine? Damit wirkt man Verzauberungen, nicht wahr?
So ist es. Nur, dass der Stein dabei immer verbraucht wird. Sie sind empfindlich. Außer einem. Azuras Stern. Ein dädrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Marlin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Was hat Marlin getan? Marlin wollte den Stern verändern. Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Ilinaltas Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Daedra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Marlin wahnsinnig wurde. Okay. Also, dann gehen wir dahin. Ich will nicht mehr von ihm wissen. Wegen dem Kaiserreich wächst, es interessiert mich keinen Meter, ist mir sowas von wurscht. Tja, was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Die Frage stelle ich mir, soll ich... Kann ich... Ah, da links. Kann ich den Stern dann einfach nicht zurückgeben? Nur was passiert dann? Was passiert, wenn ich ihn zurückgebe? Fragen über Fragen. Und ich fürchte, ich komme nicht an meine Trauger ran, die ich so gerne hätte. Aber vielleicht sehe ich da gleich in der Nähe noch eine Krypta. Dann könnte ich da direkt hin. Das wäre natürlich ultra geil. Aber eben. Eins. Ich muss wahrscheinlich über den Berg. Ich probiere einfach mal mein Glück. Mein Bergsteigerpferd regelt das schon. Hoffen wir es. Da mal nach rechts, das sollte gut sein. Überall kommt es nicht hoch, das Pferd, aber die meisten Stellen schon. Auf alle Fälle spart man enorm viel Zeit. Sehr viel Zeit. Oh, nett. Ein kleiner Pass. Ist es unter Wasser? Nicht ganz. Aber es ist im Wasser. Warte mal, was ist das da hinten? Ah. Eine Säule, wo man... Ja, so wie ein Ritualstein, genau. Aber ich finde den Ritualstein einfach am besten. Da kannst du einfach alles Mögliche wiederbeleben. Das ist ultra cool. So gut. So gut. Ja, ja. Und es lädt. Oh, gar nicht furchteinflößend. Okay, das klappt nicht. Nein, hier wird es definitiv keine Trauge haben. Aber es hat Magier. Und wenn es Magier hat und man die tötet und die Kreaturen beschwören können, nehme ich sie mit. Du bist kein Magier. Aus. Ihr hättet nie herkommen sollen. Totenbeschwörerlehrling. Denkst du wirklich, das ist clever? Nicht was? Aber wenn es ein Totenbeschwörer ist, kann er dann gekillte Kreaturen beschwören. Das ist natürlich geil. Aber ich habe die bessere Beschwörungskunst. So. Vorbereitet.
ist in der Nähe. Und tack. Was, ich hab dich nicht getroffen. Hä? Naja, okay. Ganz nett. Totenbeschwörer. Menschliches Herz. Wow. Mächtiger Zauberer. Oh. Was ist das, Köter? Ein Ork? Okay, das, ich muss ganz kurz weg hier. Wir machen es so. Magierkampf! Gesiegt! Also, ich will die alle mitnehmen, das heißt... Ich muss die alle an einen Ort bringen. Ich sehe dich nicht. Ah, hier bist du. Haben die alle menschliches Herz dabei? Nein. Ist nicht weiter tragisch. Ist nicht weiter tragisch. Hey! Hey! Geht doch. So. Jetzt rutschst du noch ein Stückchen. Ja, genau so. Aber nicht unter den Tisch, bitte. Hey, jetzt ein richtig cooles Menschenherz. Boah. Menschenherz. Kriege ich dich hier wieder unten raus? Sehr schön. Nein, 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 nein. Ich will sie noch nicht beschwören. Ich habe nämlich Angst, dass wenn ich sie jetzt beschwöre und sie sterben, dann werden sie von anderen wiederbelebt. Und dann lösen sie sich nämlich komplett auf. Und das ist nicht das Ziel. Mal schauen, wo wir noch Feinde finden. Du bist nicht hilfreich. Magier oder keine Magier? Gut, ja, genau. Folge mir, folge mir, folge mir. Sehr gut. Oh, Moment. Du darfst nicht zu weit nach vorne. Nee, das wird schon gehen. So wird schon gehen. Ich will beide. Nein, wehe. Hast du einen wiederbelebt? Ein Meister, verdammt. Entschuldigung für das Wort. Nein, falscher Kampf. Tank, 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 Tank. Ich will. Warum nimmt er nicht beide? Ich drücke beide. Ein Herausforderer in der Nähe. Hey. Sehr gut. Nein, nicht auf. Ah, gut. Er hat ihn wiederbelebt. Den habe ich gekillt und er hat ihn wiederbelebt. Okay.
Ein Meister. Ein Meisterbeschwörer. Hast du eigentlich noch was Schönes bei dir? Nierenwurz. Das bringt mir doch nichts. So. Doch, ist bei Kräften. Kräften. Aha. Ihr seid jetzt meine Beschwörungsarmee. Ich danke euch. Let's go, die Damen und Herren. Jetzt bin ich gespannt. Kommt ihr, Jungs? Sehr schön. Wenn einer kommt, reicht mir das schon. Die anderen werden danach kommen. So, wenn es noch eine Big Boss, oder? Ups, dem kann ich gar nichts anfangen. Eigentlich will ich das Buch. Ich will den. Ah. Da gehen wir nicht rein. Komm, ich lasse das liegen. Ich habe nicht so viel Zeit, weil die sterben mir irgendwann weg. Mann, sind die stark, die Skelette. Wie komme ich hier rüber? Ah, so. Da muss ich doch die Brücke noch runterkriegen, oder nicht? Ah, hier. Gold. Stab des Zombies brauche ich alles nicht. Ah. Seid ihr mir nachgeschwommen? Dann machen wir ein bisschen vorwärts hier. Falsche Tür. Hier bin ich richtig. Perfekt. Und ich nehme sie alle gleich mit und töte dich. Du Magier. Du Dieb. Und dann bringe ich Azuras Stern wieder zurück. Ja, ich habe jetzt fertig gesprochen. Dankeschön, dann hat es fertig geladen. Sehr gut. Die Damen und Herren. Wir brauchen mehr Seelen für den Stern. Wir brauchen nicht mehr Seelen für den Stern. Beide! Verdammt nochmal! War es das? Totenbeschwörer Novize? Und wer bist du? Totenbeschwörer Novize. Ach so, es geht auch hier, geht's noch weiter. Nein, hier ist's nicht. Ah, da geht's weiter. Mm. Ich Depp, ich Trottel. So. Moment kurz. Ah, die greifen jetzt an. Ja, scheiße. Ein Meister. Bye, bye. Wie hast du dich so belebt? Wow. Tötet sie, los! Tötet sie! Was tust du da? Warum fliegst du? Angriff! Und wieder... Ich muss um... Oh. Ich muss das anders machen. Du darfst jetzt mal ein bisschen kämpfen, ja? Ich steck wieder fest.
Ciao. Das war's. Sehr schön. Oh. So, also. Ich schick die mal zurück. So. Und euch hier mal raus. Sorry, wenn ich dich fast getötet habe. Muss halt sein. Ich hole die anderen Novizen nicht. Die sind nicht gut. Die haben keinen Fernkampfzauber. Upsala. Aber der Meister, der hat einen richtig guten Zauberspruch. Aber den Endboss hier besiegen wir erst in der nächsten Folge. Es hat jetzt doch länger gedauert, als ich gedacht habe. Das heißt, ich mache hier eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim. Und dann habe ich meine Magier-Armee. Endlich. Ich freue mich drauf. Bis dann.